willkommen zum Jubiläumskonzert der Musikkapelle Neuhofen an der Krems unter dem Motto Oscars der Filmmusik. Unser Ossi Oscar Gala Orchester unter der Leitung von Thomas Undesser alias Ossi lädt Sie auf eine Reise in die Oscar-Welt ein. Die Creme de la Creme der Musikkapelle spielt Ihnen Oscar-preiswürdige Musik. Ich bin froh, wir haben jetzt die Halbzeit vom Frühjahrskonzert. Wie läuft's? Wie zufrieden bist du? Ich bin sehr zufrieden. Es rennt alles so, wie wir es gestern bei der Generalprobe gespielt haben. Teilweise sogar besser, teilweise auch ein bisschen schlechter. Das variiert, je nachdem. Aber sonst bin ich zufrieden. Wenn es so weitergeht, haben wir einen super Abschluss auch in der zweiten Halbzeit. Eine tolle Veranstaltung, man sieht's. Das Haus ist bombvoll. Ja, hoffentlich auch bei euch eine Feier. Es habt ihr heuer 175 Jahre Musik. Genau, deswegen haben wir nur zwei große Veranstaltungen heuer. Das ist zum einen unser Platzkonzert im vorm Sommer. Das ist heuer aber zu unserem Geburtstagsjubiläum. Das ist jetzt leider nicht auswendig was. Und die zweite große Veranstaltung wird sein ein Z-Fest. Zwei Tage Samstag mit einem Themashoppen, einem gemütlichen und Band, wie es sich gehört, Rambazamba, wie man einen Geburtstag feiert. Und am nächsten Tag dann einen Frühschoppen mit einer Feldmesse. Das ist dann im September. Super, da hoffen wir, dass das Haus genauso voll ist und dass das Wetter perfekt ist. Ist wurscht, was in der Stockhalle drinnen ist. Stimmt, genauso wie da. Auf was müssen wir sich jetzt noch einstimmen? Was erwartet uns in der zweiten Hälfte? Ja, ähnlich wie jetzt. Jetzt werden die Klänge nochmal zum Start der zweiten Halbzeit sehr martialisch. Wir gehen nochmal zurück zum alten Ägypten und dem römischen Kaiserreich. Und abschließend haben wir dafür dann sehr modern mit einer Popnummer. Also es steigert sich von der Antike nochmal bis zur Moderne. Wir lassen es überraschen. Super Veranstaltung. Danke. Dankeschön. Brigitte, eine tolle Veranstaltung heute, das Frühjahrskonzert. Habt ihr üben müssen? Ja, natürlich. Wir haben heuer sogar einen zweiten Probennachmittag eingeschoben. Normalerweise machen wir immer einen. Aber der Ossi hat gesagt, das Programm heuer ist anspruchsvoll. Also schauen wir, dass wir mehr üben. Man hat auch gesehen, sehr gut besucht. Ich habe das ein bisschen mitbeobachtet. Es sind nochmal Stühle nachgestellt worden. Habt ihr das erwartet an so einen Anlauf? Wir haben natürlich gehofft und haben fleißig Werbung gemacht, auch schon während unserer Haussammlung, aber es freut uns natürlich besonders, dass heuer so viele Leute da sind. Apropos Werbung, es habt ja 175 Jahre Musikkapelle Neuhofen, da steigt ja ein großes Fest. Richtig, wir haben einerseits im Juni, Ende Juni unser Platzkonzert, wo wir wirklich zu unserem Gründungswochenende mit den Neuhofnerinnen und Neuhofnern feiern möchten. Und dann im September, am 8. und 9. September, haben wir ein zweitägiges Fest in der Stockhalle, wo wir auch alle einladen. Zudem wünschen wir euch natürlich genauso einen Anlauf und Andrang wie heute. Wird sicher eine tolle Veranstaltung, weil die Musikkapelle Neuhofen was macht. Dankeschön. Ausgeschlossen mit den Dreadlocks. Ich glaube, das ist... Ich meine, vielleicht an einer anderen Stühle, aber nicht am Kopf. Naja, es kommt eventuell vielleicht der Jack Sparrow sein? Thank you.
Jonas Arzt. Was für ein Instrument spielst du? Zugposaune. Man hat die gesehen, voll in Action, super gespielt. Was war das für ein Stück, was ihr gespielt habt? Wir haben Flucht der Karibik und Ghostbusters gespielt. Welches Musikstück hat da mehr gelegen? Ghostbusters war cooler. Man hat gesehen, da bist du richtig super mitgegangen. Ja, das war besser. Am Schlagzeug, wie viele Jahre spielst du schon? So ungefähr 2 Jahre jetzt. Und ist das dein einziges Instrument oder spielst du auch anders an? Ich spiele nur Cello. Cello spielst du auch noch? Ja. Boah, wie verbindet man das Schlagzeug, Cello? Eigentlich nicht so, aber ich habe zum Beispiel bei meiner Lehrerin, die mag das Cello spielen ziemlich, also das Cello spielen und das Schlagzeug, weil zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendein Stück hat, dann kann ich sie auch gut mit dem Schlagzeug begleiten, weil bei manchen Stückeln, das sind ja auch modernere Stückeln, kann man mit dem Schlagzeug gut dazu spielen. Super. Und wie viel habt ihr da proben müssen, dass da heute so ein Konzert hinlegt? Puh, jetzt schon ein paar Monate, weil wir haben nur einmal in der Woche probt, am Freitag. Und kommst du jetzt am zweiten Teil auch noch dran, oder nein, was? Wir kommen nur am ersten Teil dran, aber vielleicht beim nächsten Jahr kann ich... Konzert, wie gefällt es dir? Mir gefällt es ausgezeichnet. Also das ist ja quasi auch meine Jugend. Wenn ich so 80er-Jahr-Serien her, kann man eigentlich ganz also toll... Also Flash erinnern. Gordon oder das A-Team, was... Ja, A-Team, MacGyver natürlich, waren so traditionelle Serien, die wir schon sehr regelmäßig geschaut haben. Super. Franz, müssen wir dich auch gleich noch fragen. War da für dich auch was dabei, A-Team? War es das auch schon in deiner Jugend? Also bis jetzt war alles auch für mich, das meines Alters. Ich kann mich auf die Stücke alle erinnern, also weiter zurück wahrscheinlich kann es auch noch sogar. Aber das imponiert mir, das taugt mir irgendwo. Es ist einmal ein bisschen ganz was anderes. Ich nehme auch der Georg vom Trachtenverein, der hat sich auch da ein bisschen was schon inspirieren lassen. Wird das auch im nächsten Trachtenverein-Stück was vorkommen, Captain Jack Sparrow oder so? Ja, das vielleicht nicht, aber Action ist bei uns ja auch immer gefragt. Also ein bisschen Ideen werden wir sich schon geholt haben davon.